Ich habe ein Geschenk. Also vor 5,5 Jahren habe ich dieses Geschenk von DasArts bekommen. DasArts ist eine Einrichtung in Amsterdam für Künstler, Theatermacher wie mich. In dem ersten Block, an dem ich teilgenommen habe, der war zum Thema Erfolg, Success. Am Ende dieser Zeit, dieser 3 Monate, die wir damit zugebracht haben, hat jeder der Teilnehmer eine nicht unerhebliche Summe Geld bekommen als Geschenk von DasArts, um dieses Geld in den jeweiligen persönlichen zukünftigen Erfolg zu investieren. Wolkenstein ist Mitglied der VVD, das ist eine liberale Partei, repräsentiert da den rechten äußeren Flügel. In seiner kurzen Ansprache hat er die überraschte Menge mit einem relativ unerwarteten Statement konfrontiert, das dann maßgeblich zu der Entscheidung oder mich beeinflusst hat in der Entscheidung, wie ich mein Geld einsetzen werde. Wir sollten keine Kürzungen in der Kunst unternehmen, wir sollten vielmehr diesen Etat erhöhen. Yeah. Aber vor allem denke ich, dass wir nur für Kultur zahlen können, indem wir in der Entwicklungshilfe streichen. Also, ich habe mich dann dazu entschieden, den gesamten Betrag von 2000 Euro an ein Kind zu spenden. An ein Kind in Afrika, an eine Hilfsorganisation für wohltätige Zwecke. Ja, die Organisation schickt mir seither immer Briefe und Fotos und Geschichten. She's studying in fourth grade at kindergarten. She got good results in the first trimester. She's good at language activities. She also did well at calculation. She adapts well to the rhythm of work. She loves laughing at any time. She has many friends. She easily performs recitations or sings in front of the audience. She's extroverted. She wants to become a nurse. And she has a pity for sick people. Der Benefactor ist ein Projekt von Life Art, also im reinsten Sinne des Wortes, das heißt Leben als Kunst und Kunst als Leben.